Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir die Höhle der Doppelgänger hier fertig gemacht und sind ins vierte Gebiet vorgedrungen. Wir stehen hier genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, am Ende der Höhle, weil die Folge schon recht lang war. Und ich das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen wollte. Ja, es ist an der Zeit, dass wir zur Oberfläche zurückkehren und unser Zeug begutachten, das wir gesammelt haben. Wir haben hier einen Laubling gerettet. Und neue Sachen entdeckt. Und wir haben noch zwei Sachen, drei Sachen sogar abgeschlossen. Serie Wintervorrat, Sommerfrüchte und drei Generationen. Okay. Überraschungstotem. Ja, aber 20-seitigen Würfel. Kein Wunder. Die Höckerfrucht war zum Wintervorrat und Nachtkugelschwarm, also die Weintrauben, waren Sommerfrüchte? Lebenssteuerung, Enkelinkopf. Mitbringen, Inselvase. Gnadenloser Extraktor. Die Zitronenpresse. Ja gut, ich merke mir mal Wintervorrat und Sommerfrüchte und drei Generationen. Wir haben hier leider 15 Pikmin verloren. Vier wurden gefressen von den Weißen. Das ist das Schlimmste. Bei den anderen kann man noch mal drüber sehen, aber da, die Weißen sind schlimm, weil wir die nur in den Dungeons bekommen. So, die Höhle haben wir abgeschlossen. So lang ist der Tag hier nicht mehr. Das Ding habe ich zu spät gesehen. Oh, ich wurde benachrichtigt, dass der Hund aufgewacht ist. Okay, am besten immer angreifen, nachdem er die Pfeife gemacht hat. Und guck mal, der verzieht sich, weil Sonne untergeht. Ich hoffe, wir kriegen das Teil hier noch gebaut. Da oben ist nämlich der nächste Landeplatz. Die Leichen können wir ruhig liegen lassen. Wir nehmen aber auf jeden Fall noch die Rohmaterialien da hinten mit. Okay, da hoch können wir nicht mehr, aber die können es ja zumindest schon mal fertig bauen. Können wir hier hoch schon mal gucken. So ganz leicht. Oh, da liegt was Großes. Da sind wir wieder an der Basis. Viel haben wir jetzt nicht nach Hause gebracht. Drei Generationen haben wir abgeschlossen. Die Sommerfrüchte waren ja nicht gerade wenig. Und den Wintervorrat. Haben gleich sehr viele Einträge vor uns. Mich interessiert jetzt aber trotzdem, wie die Sachen heißen, die ich jetzt hier außerhalb eingesammelt habe. Muss ich ja hinter den goldenen Globus gucken. Fallgrubendeckel, den Harmonie-Roboter-Teil. Ja, könnte man denken. Sternschnuppenschild, unbeübbarer Schwer und Element der Weisheit. Und wir haben leider ein paar Pigments verloren.
Mögen diese armen kleinen Pikmins, die sich für die anderen geopfert haben, in Frieden ruhen. Ja, du hast recht, Noah. Mögen sie in Frieden ruhen. Was macht ihr denn Sorgen? Ach so. Okay, dann gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall die Einträge. Ich kann vorher noch gucken. Ich kann nichts Sinnvolles besser machen. Okay, Leute. Jetzt werden erstmal Einträge vorgelesen. Einmal die drei Serien, die wir abgeschlossen haben, und die Peklopädie-Einträge, die dazu kamen. Wenn ihr die Einträge überspringen wollt, ist über mir ein Zeitstempel. Und wir sehen uns dann jetzt bei den Einträgen wieder. Der geflügelte Grabwicht. Er erspäht seine Beute aus der Luft und greift sie dann sofort an. Das spektakuläre Gesicht erinnert an die Maske eines Profi-Wrestlers. Schade nur, dass man es vom Boden aus nicht mehr sieht, nachdem der geflügelte Grabwicht abgehoben hat. Das war auch so eine miese Tour, dass er auf einmal geflogen ist. Schleuderkrabbler. Wenn er auf seinen kleinen Füßchen umhertippelt, fühlt man sich an einen Balletttänzer erinnert. Und wenn man sich ihm als Tanzpartner zur Verfügung stellt, hüpft er vor Freude weit in den Himmel. Ich hoffe ja immer, dass ihm bei der Landung nichts passiert. Das ist ein Schatzer Mandalin. Hat einen sehr holprigen Namen. Mit seinem einen Goldstein auf dem Rücken tappt er durch die Gegend, während seine kleine Laterne fröhlich leuchtet. Er versuchte nicht mit Absicht, die Pikmin oder unsere Sensoren zu täuschen. Beide reagieren eben unwillkürlich auf den goldenen Stein. Nur Erwachsene täuschen absichtlich auf dieser Welt und auf allen anderen auch. Ich habe das null mitbekommen, dass das irgendwie meine Pikmins beeinflusst. Der Schatzamander. Man beachte den glänzenden Panzer dieses kleinen Goldstücks. Um überleben zu können, verbringt er täglich viele Stunden mit dem Sammeln von goldfarbenen Partikeln. Es handelt sich nicht um richtiges Gold, doch es kann unsere Sensoren täuschen. Ist es nicht faszinierend, wie manchmal die Evolution die wundersamsten Kreaturen hervorbringt? Ja, das ist wirklich sehr interessant. Der Giftkriecher. Tuff, tuff, tuff. Die Giftkriecherbahn. Alle Sporen an Bord, der Zug fährt gleich ab. Im Miasma, das die Kreatur hinterlässt, befinden sich giftmorsche Spuren. Daher sollte man sie möglichst aus der Ferne bewundern, um nicht selbst eine Fahrt im Giftmorschel-Express zu buchen. Die sind aber auch ekelhaft. Plustermedusa. Diese Schlafmütze wacht manchmal den ganzen Tag nicht auf, doch ihr entspanntes Gesicht zu betrachten ist herzerwärmend. Nähert man sich der Plustermedusa, kann es außerdem vorkommen, dass sie Blasen ausstößt, die einen einhüllen. Ist jetzt so entspannt, in ihnen davon zu schweben, wie in einem Traum. Moos zählt als ein Monster? Otschin und Moos gleichen sich sehr. Dass es auf einem weit entfernten Planeten eine Kreatur gibt, die einem Weltraummond so sehr ähnelt. Ein Wunder, ob es sich um Geschwister handelt, die nach der Geburt getrennt wurden. Nein, das kann ja nicht sein. Okay, das waren alle Peklopädie-Einträge. Dann gehen wir jetzt an den Schatzkatalog. Danke für die 50 Rohmaterialien. So, die Sommerfrüchte müssen wir zuerst durchlesen. Polierter Beerenstein. Ihre polierte Oberfläche lässt diese Frucht auf den ersten Blick wie ein Stein wirken, während das hellgelbe, zarte Fruchtfleisch ihr mit seiner säuerlichen Note das gewisse Etwas verleiht. Eine erstaunlich abwechslungsreiche Frucht. Die Poetenfrucht. Der süße Duft und Geschmack dieser Frucht sind einfach ein Gedicht. Auch ihre zarte, rosa-orangene Färbung ist ein Augenschmaus. Natürlich kann man nicht ignorieren, dass ihre formschöne Kurve an einen gewissen Teil unserer Anatomie erinnert. Gute Manieren verbieten es mir, mehr zu sagen. Ich belasse es so, also dabei zu vermerken, dass diese Frucht auf vielerlei Weise ansprechend ist. Ihr Tagkugelschwamm. Was ist toll an diesem Obst? Das sanfte Grün oder die Tatsache, dass man sich den Genuss so einfach mit anderen teilen kann? Egal, man hat ja beides. So kann man sich an der Farbe erfreuen und die vielen Kugeln auf einer Party herumgehen lassen. Der Nachtkugelschwamm. Blickt man in die dunklen Kugeln, versinkt man in eine hypnotische Stache. Doch kein Grund zur Sorge. Denn sobald man einen Bissen nimmt, lässt der süße Saft einen wieder in die Realität zurückkehren.
Welch erstaunliche Eigenschaft! Der wässrige Titan! Ein Erfolg von der Größe eines Asteroiden, mit harter gestreifter Oberfläche, gänzlich unerwartet, kommen darunter rotes Fruchtfleisch und sogar Samen zum Vorschein. Wenn man diese einpflanzt, wachsen ja vielleicht Asteroiden daraus. So, und das letzte ist von den einen Früchten hier, das Persaf-Depot. Was für eine bezaubernde Frucht. Wenn sie einen Charakter hätte, würde ich ihn als lebhaft und liebenswert beschreiben. Ihre Farbe passt perfekt dazu. In diese Frucht möchte man sich geradezu verlieben. Hey, das ist ja auch genauso zerbrechlich wie die Liebe. Warum zählt das Ding hier zum Wintervorrat? Gnadenloser Extraktor. Quetsch, quetsch. Na, schon genug? Quetsch. Ein gnadenloses wildes Herz in Form einer Maschine. Keine Riesenfrucht kann im Angesicht dieses Monsters ihren Saft noch lange halten. Das Richtige für dich, wenn du auch noch den letzten Tropfen haben willst. Der Zitrusklumpen. Diese Frucht ist nahezu perfekt kreisrund. Sie erinnert mich an den Kopf eines klugen Freunds. Und ihre dicke Schale macht sie enorm widerstandsfähig. Es ist gar nicht so einfach, ans Innere zu gelangen. Auch das erinnert mich ein bisschen an jeden Freund. Man muss schon einiges an Zeit investieren, um seine inneren Werte schätzen zu lernen. Der Gelbsaurier. Kostet man von dieser Frucht, breitet sich ein kribbelndes Gefühl im Körper aus, das einen nach Luft schnappen lässt. Ähnlich wie in dem Moment, in dem man sich zum ersten Mal verliebt. Beides aufregende Erlebnisse. Die Höckerfrucht. Kinder lieben diese Frucht wegen ihres Äußeren. Sieht sie nicht wirklich aus wie ein orangener Schneemann? Doch sie ist so viel mehr als das. Süß im Geschmack und leicht zu schälen. Man muss sie einfach mögen. Insektenbehausung. Ja, könnte man wirklich so sehen. Diese Frucht gehört zur Familie der Hausobstgewächse. Wie der Name schon sagt, richten in sich Insekten gern häuslich in ihr ein. Und wer könnte es ihnen auch verdenken? Die Frucht ist schließlich ebenso heimlich wie schmackhaft. So, und hier starten wir jetzt mit den drei Generationen, also die Serie dazu, mit dem Enkel im Kopf. Welche Tragödie, dass die Familie getrennt wurde. Das ist auch bei Holzpoppen immer noch traurig. Dieser Kopf wurde in einer finsteren Höhle entdeckt. Wie ist er nur an einen solchen Ort gelangt? Er muss dort ganz schön einsam gewesen sein. Wie gut, dass er von diesem furchtbaren Schicksal gerettet wurde. Mitbringselvase. Dass diese Familie getrennt wurde, ist tragisch, auch wenn es sich nur um Holzpuppen handelt. Diesen Puppen sieht man gleich an, dass sie gern mit anderen zusammen sein möchten. Nun ja, bis zu einer Familienzusammenführung kommt, die es ganz sicher geben wird, kann man sie ja als Vase für bunte Mitbringsel verwenden. Tochterkopf. Hier spiegelt sich der weise Gesichtsausdruck der Mutter wieder. Die Weisheit ist über drei Generationen weitervererbt worden. Ungewöhnlich, denn oft überträgt sie nicht ja nur negativ auf die nächste Generation. Warum? Nun, die Antwort ist kompliziert. Die Bettelvase. Kinder betteln ihre Eltern ständig um etwas an. Nicht leugnen, das ist so. Aber eigentlich mögen es Eltern, wenn sie gebraucht werden. Jedenfalls erscheint mir dieses Objekt ideal für die Aufbewahrung von Kleinigkeiten, um die Kinder häufig betteln. Der Mamakopf. Dieses Gesicht strahlt gleichsam Autorität und freundliche Wärme aus. Dank ihrer Weisheit gelingt es der Mutter der Puppenfamilie, die perfekte Balance zwischen nötiger Strenge und bedingungsloser Liebe gegenüber der Familie zu finden. Und der letzte Eintrag heute, die verlassene Vase. Ein großes Gefäß, in dem die Leere gähnt. Hat hier ein Elternteil den Kindern zu viele Wünsche erfüllt, wenn sie betteln und quengelten, bis die Erwartungen der Kinder zu hoch waren, bis sie enttäuscht, traurig ausnahmen? Gleich eine zu gewagte Theorie. Da sehen wir sie nochmal. Stimmt, diese Gruppenbilder habe ich auch noch nie gezeigt, ne? Die Melone ist aber tatsächlich relativ klein, wenn man die Pfirsich daneben sieht. Ist das hier wesentlich größer? So, ich habe 94. Reicht das für irgendwas? Ich könnte einen KP-Verstärker kaufen. Aber ich glaube, ich packe mir lieber mal ein paar neue Bomben ein. Und dann machen wir jetzt noch ein paar Nachtexpeditionen. Betonung liegt auf Mehrzahl. Dann schließen wir, glaube ich, direkt in einem Rutsch die stillen Ufer ab. Dann habe ich auch ein bisschen noch auf Vorrat.
Die stillen Ufer bei Nacht. Ich habe mir überlegt, dass wenn wir jetzt Nachtexpedition machen, dass wir einfach den ganzen Bereich direkt in einem Rutsch abschließen. Otschin, mach du mal da unten. So, erstmal auf den großen hier. Schon mal auslöschen. Ich lasse Otschim mal generell jetzt hier beim Leuchtbau patrouillieren. Bewegen sich die Großen gar nicht auf mich zu? Muss ich die von mir aus vernichten? Ah, okay, die Großen bewegen sich doch. Otschin kümmert sich gerade um eine Seite. Genau, konzentriert euch zuerst mal auf den großen. So, die scheinen nur noch von der Seite zu kommen. Na gut, die Kleinen sind ja eher weniger ein Problem, ne? So, alle down. Geht ja auch immer recht schnell mit den Nachtexpeditionen. Alle, um diese Kreaturen zu besiegen, waren ordentliche Leistungen. Ja, ja. Danke für den Leuchtsaft. Du bist ja richtig reingehängt, Neuling. Hehehe, man sieht sich nur die Farbe an. Ich kann es kaum erwarten, daraus Medizin herzustellen. Also, ich bin gespannt, wem wir jetzt helfen, ne? Eine Medizin haben wir ja. Und zwei Laublinge haben wir dann noch. Hey, das mit der Nachtexpedition war gute Arbeit. Und dieses Mal war ganz schön anstrengend. Ich verstehe das nicht, diese Leuchtbotten, warum leuchten die eigentlich? Wenn sie nicht leuchten würden, würden sie auch nicht so viele Kreaturen anlocken. Also vielleicht ist es ja genau das, was die Leuchtbauten eigentlich wollten. Wie? Aber wenn sie zerstört werden, können sie keinen Leuchtsaft produzieren. Oder übersehe ich da gerade etwas? Auf diesem Planeten, wie auch auf anderen, gibt es Lebewesen, die sich Gefahren aussetzen müssen, um zu überleben. Wie seltsam das auch klingen mag, bei den Leuchtbauten haben wir es wahrscheinlich mit dieser Art von Lebewesen zu tun. Ja, das ergibt schon irgendwie einen Sinn, nehme ich an.
So, wer ist das? Zeit für die Heilung. Bildungsreisetourist Mighty, einem Planet Plukwai. Eine Streamerin, die sich hier neue Inhalte und Follower erhofft. Ihr ausgefallener Stil stieß bisher auf wenig Interesse. Hier endet die Arbeit natürlich nicht. Ich rede mit denen, sobald ich alle drei Expeditionen gemacht habe. Aber vorher, wir haben ja jetzt, glaube ich, nochmal eine Motivation dazu bekommen, oder? Genau, dann gönne ich mir nämlich jetzt erstmal noch den maximalen Sprint. Fantastisch, Ochin. Ja, unglaublich. Du hast den Sprint perfekt gemeistert. Bist jetzt bereit für den Megasprint? Ja, doch, ich warne dich. Das wird nicht einfach. Mit dem Megasprint kann Ochin Kreaturen betäuben. Die Aufladesprint, die Zeit ist kürzer als bei normalen Sprints. Die Betäubung klingt gut. Aufgrund der maximierten RAM-Geschwindigkeit auf dieser Stufe nehmen Kreaturen nur noch mehr Schaden. Erhöhte RAM-Geschwindigkeit, kürzere Ladezeit und längere Betäubung. Ein geradezu ultimativer Megasprint. Ja, den will ich auf jeden Fall haben. Kostet mich halt nur 12 Motivationen. Aber allein das erste davon lohnt sich ja schon mega. Na gut, zurück zur Nachtexpedition. Diesmal die zweite Stufe. So, da sind wir wieder bei den stillen Ufern. Diesmal haben wir zwei Leuchtbauten zu beschützen. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Ochin, geh einfach direkt zum Orangenen. Ich lass dich dort patrouillieren. Gucken wir, dass wir ein paar angesammelt bekommen. Die Gegner, die kommen ja so oder so zu mir. Also der Vorteil ist natürlich, wenn man sie vorher besiegt, hat man später mehr Zeit. Angriffen! Los! Macht es platt! Oh, ist da was gedroppt? Okay, da kommt ein großer. Die Betäubungsfähigkeit von den Grünen, die ist einfach so heftig. Ich betäube lieber den da. Angriff. Geh schon mal zum Orangenen rüber. Da wirst du mehr gebraucht. So, verteilt euch bitte auf beide. Danke. Das Coole ist, die größeren Gegner, die lassen auch immer diese Leuchtdinger liegen. Ich glaube, wir sind schon beim letzten Gegner. Also meine Verteidigung ist richtig gut. Ja, genau, bringt das noch weg. Das Gute ist ja, ich kriege ja sogar zwei Samen dafür. Also zwei Säfte. So. Das war das zweite vom stillen Ufer. Haben direkt zweimal Medizin bekommen. Damit können wir beide helfen. Wir hatten nur noch einen. Und was auch immer wieder beim nächsten Hund haben wir dann ja sogar noch auf Vorrat.
Ja, danke. So, gespannt, wer das ist. Bildungsreisepilot Hardy, Heimplanet Nijo. Aushilfe beim Reisebüro Statella. Über die Jahre hatte er viele verschiedene Jobs und traf dabei immer wieder auf seine Rivalen. Ja, ich erinnere die Arbeit nicht, ich weiß. So, und obwohl wir jetzt gerade keinen Laubling hier haben, geben uns trotzdem noch die dritte Expedition, die es in den stillen Ufern gibt. Dann haben wir zum einen so ein paar Medizindinger auf Abruf, wenn die nächsten Laublinge reinkommen. Und wir haben die stillen Ufer dann wirklich komplett abgeschossen, also auch bei Nacht. So, wir müssen diesmal von hier oben aus kämpfen. Wir kriegen viele direkt an die Seite. Ich habe an eine Sequenz geglaubt. Es gibt nur einen Bau, dem patrouilliert Otsche mal. Wir haben direkt von Anfang an 50. Hier sind keine kleineren Nester, ne, wo die rauskrabbeln. Oh, da kommt hinterher eine ganze Armee. Kann mir übrigens mal erklären, warum bei der Drohne manchmal die Kamera so nach unten zieht und ich da das nicht mehr ändern kann? Es geht einem mega auf den Senkel. Okay, ich glaube, ich soll hier einfach nur vorausrennen. Ja, in der Richtung kann ich ja schon mal vernichten. Warte mal, ich lasse das einfach Otsche machen. Ich hole mir hier oben so lange die Leuchtknöpfe. Ich glaube, den Zwischenbau können wir uns schenken. Otschen ist da oben gut beschäftigt gerade. Ich glaube, es ist sogar weise, wenn ich denen einfach entgegenkomme. Kommt, versammelt euch ein bisschen mehr. Genau. Dann treffe ich nämlich alle vier. Genau, Otschen bleibt hier oben als Notverteidiger. Ich wollte so oder so, dass die sich erstmal ein bisschen versammeln. Sind das schon die letzten? Ich muss schon sagen, die stillen Ufer waren sehr einfach. Ja, das waren die letzten. Ey, die stillen Ufer waren ja mega easy. Ja, war nur eine Basis, ne? Und da kommen wir wieder zurückgeflogen. Einmal Medizin.
Ja, hab ja dann zwei Medizin auf Abruf. Also der dritte Tag von den Stillufern war wirklich komplett geschenkt. Also da kann man ja wirklich nichts anderes sagen, als dass das geschenkt war. Oh. Die Laublinge haben wir damit dann gerettet. Und die nächsten, die kommen. Zumindest ein paar von denen. Ich würde jetzt gerne die suchen, die ich gerade erweckt habe. Die Bildungsfrau, die war hier oben. Ah, hier ist Malti. Hey, ich bin hier echt voll dankbar, dass du mich gerettet hast und so. Ich bin Mighty. Ich wollte auf einer Reise neuen Content für meine Follower klar machen. Und meine Kamera ist kaputt gegangen. Krass, oder? Und ich wurde sogar voll belaubt, aber ich konnte ja eh nichts streamen. Ich meine, ist das alles überhaupt echt passiert? Ey, du guckst so schräg. Kein Like von dir, oder was? Lässt du mir denn ein Like da? Like for like. Wie jetzt? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin voll die bekannte Streamerin. Ich habe Dutzende von Subscribern und so. Hey, was schaust du mich so an? Dutzende! Und das ist erst der Anfang. Ist hier irgendeine Anspielung auf einen Streamer? Wenn ja, weiß ich nicht welchen. Ich habe sogar ein paar Sachen abgeschlossen. Das soll wohl ein Witz sein. Der schon wieder? Wieso ist er hier? Hört er niemals mehr auf, mir auf die Nerven zu gehen? Wie, von wem ich rede? Na, von dem. Bernhard, dem Piloten. Ich bin Harley, zurzeit freiberuflicher Pilot. Der Typ und ich, wir begegnen uns nicht zum ersten Mal. Als ich geboren wurde, war er im gleichen Krankenhaus und hat im Bettchen neben mir geschlummert. Seit dem Tag treffe ich immer wieder auf ihn, egal wo ich auch bin. Früher oder später taucht er dann auch da auf. Okay, ansonsten will er nix. Der streitet sich einfach nur mit Bernhard. Apropos Bernhard. Das mit dem Hein läuft ja richtig gut. Zeit für eine Belohnung. Und wieder 30. Mir gefällt deine Arbeitseinstellung. Weiter so. Ja, für ein paar Laublinge haben wir jetzt ein bisschen was auf Vorrat. Du machst ja prima Fortschritte bei der Höhlenforschung. Also lass hören, was du herausgefunden hast. Das war Höhle Nummer 15. Ich möchte, dass du ein Gefühl für Höhlen bekommst. Also solltest du noch ein paar mehr erkunden. Erkunde alle Höhlen. Okay, vielleicht sind es doch nicht mehr so viele Bereiche. Ich würde sagen, wir gönnen uns, wenn, den KP-Verstärker Plus. Oder ich spare wirklich mal auf diese Anti-Haftstiefel. Ich glaube, die wären ganz nett, weil dann stört mich dieser Glibber nicht mehr. Die KP finde ich jetzt nicht so wichtig. Die können wir uns so gegen Ende gönnen. Ich mache das, glaube ich, so, was Nachtexpeditionen angeht, weil ich hier bei Spanel die letzten Nachtexpeditionen bei Hallenversteck noch nicht machen kann. Da fehlt mir Nummer 2. Wenn ich das dritte da auch freigeschaltet habe, scheinen ja immer nur 3 Landepunkte zu geben, dann mache ich da auch die Nachtexpedition sofort in einem Rutsch durch. Auf jeden Fall, für die nächsten Laublinge, wir haben dann noch zweimal Medizin auf Vorrat. Ich weiß nicht, wie viele Laublinge noch kommen werden, aber wir haben zumindest was auf Vorrat. Das heißt, die nächsten zwei Laublinge bringen mir einfach direkt 4 Motivationen, weil die zählen ja doppelt, einmal beim Aufsammeln und einmal sogar noch beim Heilen kriege ich ja auch nochmal was. Deswegen sind die ganz nett. Ich könnte ja sogar eben kurz noch gucken. Der sagt ja sogar extra vorher, wenn da zwei Bauten sind. Okay, ich denke mal, einmal wird dann ein Doppelbau sein, bei 1 und 3 sind es jedenfalls nicht. Und da muss ja noch einiges kommen, weil das war ja noch nicht mal bei 5. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, der Part war wieder mal lang genug. Wir haben alle Nachtexpeditionen vom stillen Ufer abgeschlossen. Beim nächsten Mal geht es wieder in Zeltenversteck. Da haben wir ja noch einiges vor uns. Also wir haben da ja kaum was erkundet bisher. Nur die eine Höhle. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Ciao, bis dann.